Welcome back, my friends, zu Pokémon Bloody Platin. Ja, ich habe ein bisschen vorweg gelevelt, möchte man sagen, ein bisschen vorbereitet. Das möchte ich euch mal eben zeigen. Und zwar haben wir mittlerweile Magbrand. Ja, auf Level 55. Auf 50 hat er sich entwickelt. Durch das Training mit Epetern und sowas kam er jetzt auf 55, weil ich ihn relativ oft vorne hatte. Ihr seht seine Werte, die sind echt gut. Muss man sagen, vor allem sein Spezialangriff ist schön. Wir haben Feuerschlag, Flammenwurf, Konfusstrahl und Sonnentag. Dann haben wir Yugong. Yugong auch auf 50 gebracht. Auf 50 gebracht, das war so mein Standard, auf was ich die Pokes gerne hätte. Der Yugong hat sich sehr, sehr bewährt. Ist echt gut. Von den Werten her ist schöne Verteidigung. Seine Hydration ist auch ganz nice. Und kann Wasserdüse, Lake, Eiskälte und hat Eisstrahl gelernt. Sehr, sehr nice. Simsala 50. Ja, auch super schnell. Simsala braucht halt nicht viel. Unglaublich hohen Spezialangriff und Initiative. Mit keiner Veränderung. Chelterra ist 49. Ist aber nicht schlimm. Kann man noch gut nachtrainieren. Hat super gute Angriffswerte und Verteidigung. Der ist echt schön, schön stark. Hat übrigens Knirscher gelernt. Ich weiß gar nicht, ob das beim letzten Mal schon so war. Habe ich vergessen. Dann haben wir Ibitak auf 51. Den konnte man auch gut trainieren. Ist zwar jetzt nicht so stark. Aber kann immerhin fliegen und Bohrschneid ist für Kampf und sowas. Ist ja Pflanze und Käfer ist ja relativ gut. Dann haben wir noch Gengar auf 49. Gengar 49, den höchsten Spezialangriffswert, den wir haben. Hat nichts Neues gelernt. Ist aber auch nicht so wichtig. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter, oder? Route 214. Ja, mal gucken, was die wollen. Da hinter dir, was willst du? Okay, er fängt mit Simsala an. 48, wow. Okay, Feuerschlag. Ach ja, ich habe ja die Animation ausgemacht. Die müssen wir gleich nochmal eben wieder anmachen. Ja, Gengar hat den EP-Teiler noch bekommen, damit es ein bisschen trainiert wird. Abgangsbund. Abgangsbund ist gar nicht schlecht. Mach mal Konfusstrahl weg, den habe ich auch einmal. Abgangsbund möchte ich mir mal behalten. Ja, Gengar, komm. Dann darfst du auch mal loslegen. Gengar. Aber mit dem schönen Spukball drauf. Fällt euch eigentlich oder ist euch mal aufgefallen, mir fiel das. Gladi. Doch, bleib mal drin. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, mir fiel das nämlich spontan auf, als ich die erste Gen nachgezockt mal hatte, dass Schlecker ist eine Geistattacke, auf Kadabra gar nicht wirkt. Ich weiß nicht, ob das ein One First Gen Bug ist oder was. Eine Geistattacke, warum wirkt die nicht? Ich weiß das gar nicht, warum wirkt die nicht? Kann mir das jemand sagen? Ich war sehr überrascht. Da steht in voller Blüte, die ist noch gar nicht reif. Ich gehe in voller Blüte. Halt keine. Nein, ich will nichts anpflanzen. Du hast die Marron gepflückt, danke. Gepäder Ding. Braucht eh kein Mensch, aber naja. Okay. Das ist eine Höhle. Gibt's hier was Besonderes? Jeder nennt mich nur Ruin Maniac, aber mir ist es ganz egal, wie die mich nennen. Ich werde diesen Felsweg Stückchen für Stückchen abtragen. Weißt du auch warum? Ich bin Ruin Maniac, der fasziniert von Inkognito ist. Aha, interessiert kein Wirs und fängst Inkognito und ich grab weiter. Ja, klar. Schaufladen, nice. Schöne Attacke. Okay. Habe ich was Zertrümmerer kann? Nö. Dann gehen wir mal da unten lang, da scheinen mehr Trainer zu sein. Okay, hier ist gar nichts. Nö. Magbrand bleibt mal weiter in vorne. Ja, ich habe eine Münze und du wählst Kopf und hast nicht gesehen. Was darf es sein? Kopf. Polygon 2, okay. Wir kennen Flammenkörper, ich mache jetzt mal Flammenwurf, komm. Roms. Ist auch schon 50, ne? Zu überlegen, jetzt geht's aber ab hier. Okay, ich glaube, ein Feuerschlag. Oh, super Trank, du Arsch. Ein Hypertrank, natürlich. Gib ruhig deine Tränke aus und weg. Ich muss echt mal überlegen, das Ding ist schon 50, ey. Farbigel, Normal-Pokémon. Ich habe keinerlei Kampfattacken.
Du. Nach dem, was er kann, ne? Nach aber. Haha, ey. Er muss Verzweifler machen. Alter, kriegt der Rückstoß Schaden davon. Und komm, Erdbeben haut ihn um, oder? Please! Sehr schön. Das war's. Okay, den haben wir auch besiegt. 6000 Punkte, oder? Ist nicht schlecht. Top-Schutz gekriegt, okay. So, dann kommst du. Typi. Bitte? Ich hab nix verstanden. Drei Pokes. Fleckmon. Kacke. Okay, wenn der Fleckmon ruft, kommt wahrscheinlich gleich ein Wasserangriff. Da muss ich aber leider mit... Du kannst... Ich kann keine Pflanzen-Move mehr. Ich habe Rasierblatt vergessen, dass Knirscher, aber kann Knirscher einsetzen. Zen-Kopfstoß. Okay. Ein Volltreffer, komm. Wow. Ich gedacht, dass der killt. Wenn ich ehrlich bin, ich habe gedacht, der geht in den roten Bereich, aber nicht, dass er killt. Lamus, da hat er wahrscheinlich auch noch einen Lasho-King, oder? Ja, hab mir gedacht. Habe ich mir gedacht. Okay, dann machen wir jetzt mal. Dann machen wir jetzt mal Plan B. Da werfen wir erstmal Egelsamen aus. Auf Lamus. Und er hat den Schweinchen nämlich mit Panzerschutz erarbeitet. Könnten wir auf Dauer ein bisschen Stress kriegen. Ja, siehste. So, Überreste heilen mich. Und Egelsamen auch. Nice, nice. Und Lamus ist auch weg. Gut. Schön. Okay, Lasho King, das war klar. Lasho King werden wir auch Egelsamen rauswerfen. Ah, Psychokinese, okay. Alles gut, alles gut. Knirscher. Sehr, sehr schöner Schaden. Sehr, sehr schön, muss man sagen. Leider ist meine Spezialverteidigung von Chelterra nicht so gut. Aber es reicht. So. Gengar 51, sehr, sehr gut. Ich werde Gengar erstmal die Dinger lassen. So. Du kommst auch noch her. Bitte? Ein kleines Kind. Was? Wer ist hier klein? Oh, scheiße. 6 Pokes. Okay, Burma Dame. Müsste aber eigentlich... Jo, Feuerschlag One-Shot, okay. Ach Gottchen, hast du diese scheiß Formen alle von Burma Dame? Ich weiß nicht, was ist. Ey, die Pokémon aus der 4. Gen, damit habe ich mich auch kaum beschäftigt immer. Da kann ich dir echt... Über Schwarz und Weiß geht's dann weiter. Ist das Psycho? Oder Stahl? Irgendwie sowas ist das doch immer. Ich habe doch keine Ahnung. Ich hau einfach drauf. Moterpel, okay. Gott sei Dank noch mal was anderes. Ich habe nämlich über Trozu heißt es, glaube ich, trainiert. Da gab es Käfer und Kampf-Pokémon. Also da ist es mit Burmi, willst du mich verarschen. Also da ist es relativ einfach gewesen zu trainieren. Ich meine, da kommst du mit Ibitak und sowas. Weg, weg, weg. Bohrschnabel, Feuerschlag und sowas, da kannst du super trainieren. Und gegen die Kampf-Pokémon Psychokinese und Bohrschnabel läuft. Jo, auf jeden Fall. Nicht so chill. Nützt ja nicht viel. Wie Vitak durchkommt, reicht das. Mir ist auch mal aufgefallen, ihr seht das ja immer so richtig schön am Rand. Mir ist das letzte Mal aufgefallen, als ich den Rand vom letzten Part fertig gemacht habe. Wir haben ganz schön viele Pokes aus der ersten Gen dabei, ne? Ja. Hatten teilweise 5 Stück aus der ersten Gen. Krass. Das ist echt krass. Koko war ja okay.
Ich habe nochmal Glück gehabt, dass er mit dem anfängt. Glück gehabt. Hypno. Da holen wir mal Gengar reinkommen. Gengar mit Spukball. Das ist auf jeden Fall schneller. Und Kill sogar, nice. Ach Gott, Ninja-Turm, alles klar, hier. Ich muss ja überlegen, das Ding hat ja Wunderwache, ne? Und tschüss. Jo. Fies ist es, wenn du deinem Ninja-Turm irgendwie deinen blöden Fokus so gut oder sowas kannst du ja auch mitarbeiten, ne? Ah, okay, da. Da, hallo. Oh nee, bitte nicht. Danke, ich konnte entkommen. Ein Karböhnchen. Das ist nice. Warum kriege Stein-Boden-Pokes laufen hier rum? Wäre schön für Yugong zum Training. Will ich noch ein Item? Das hätte ich noch gerne. Gibt es da irgendwo noch weiter? Nö. Das Item holen wir uns gleich. Oh, Typi, ich möchte gegen dich fighten. Guck doch mal. Laufst du vorbei? Einfach weggeguckt. Was ist da hinten los? Blitzer. Okay, Blitzer ist schnell, aber ja, ist als erstes dran, aber sollte auf jeden Fall erstmal brennen und zweitens Flammenwurf. Weil bin mir nicht sicher, ob er das überlebt. Nee, nur mal Volltreffer, okay. Gengar 52, nice. So, Überreste, nice. Aquana. Ich habe keinen Pflanzenangriff. Aquana, Gengar oder Simsala? Gengar. Ja, ich habe keinen Pflanzenangriff, das tut mir leid, aber das geht gerade nicht. Spukball. Das müsste Aquana aber durchhalten. Mindestens ein Hitter aus. Ja, das ist ein Two-Hit, okay. Mit einem Volltreffer Two-Hitted Aquana uns. Uncool, mein armes Gengar. Flamara, da haben wir Yugong. Yugong frisst neutralen Schaden, wenn Flamara eine Wasserattacke macht, aber wir fangen einfach mal mit Lake an. Okay. Ja. Ja, Rupzuki, komm, lass stecken. Gut. So, was kommt noch? Ach, der ist alles scheiße, ich hole die Purba. Bibitak. Da hätte auch Jugo drin bleiben können, aber egal. Bohrschnabel, komm. Volltreffer. Schade. Ja, Zauberblatt, du mich auch. Hat die alle ruckzuck können hier. Müsste ja eigentlich noch Glaciola kommen, oder hat die noch nichts mehr? Nö. Entschuldigung, er hat nichts mehr. Was steht auf dem Schild? See der Kühnheit, okay. Ich möchte aber erstmal das Item da holen. LOL, wer ist Flamara? Krass. Kann ich aber nichts mit anfangen. Großwurzel, okay. Gut, dann gehe ich aber nochmal hier lang, weil da sind auch noch Trainer. Makago. Ja, wie gesagt, das wäre hier was für Yugong. Weil sobald ich Surfer habe, kann man Yugong auch super benutzen. Ich meine, jetzt hat's. Lass mich mal eben gucken. Der Wasserdüse und Lake hat der Gegner weniger als die Hälfte, sondern trifft die Attacke mit doppelter Kraft. Naja, ja. So, das ist ein Ruin-Maniac. Der müsste ja eigentlich Bodengestein sowas haben. Ja, Boden, alles klar. Lenchduem. Lake. Schön. Der Sandsturm tobt. Lake macht jetzt nicht unbedingt den riesigsten Schaden. Hypoteros, ja, jetzt wird's kritisch. Das Hässliche. Das weibliche Hypoteros sieht tausendmal besser aus von der Farbkombination her. Oh oh. Das hat wehgetan.
Aber Larky müsste jetzt killen, denn sein Wert wird ja verdoppelt, dadurch, dass der Gegner weniger als die Hälfte der KP hatte. Die Jugend erreicht 51. Versucht Bodyguard zu lernen. Nee. Nee, mit Bodyguard arbeite ich nicht, nein. Das ist nicht unbedingt notwendig, sagen wir schon mal so. Da ist noch einer. Da ist noch einer, okay. Yugong muss mal raus. Simsala kommt mal nach vorne. Ja, komm. Schlurp. Na super. Okay, erstmal einen Reflektor ziehen. Und dann Psychokinese. Schlurp mit Stampfer und sowas ist echt nervig, deswegen der Reflektor. Kreideschrei, ne? Tolle Idee. Schlurpleck, da kommt der nächste Scheiß. Ich bleib mal drin. Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt dick kassiere, weil ich einen Kreideschrei gefressen habe. Wenn der mit physischem Angriff durchkommt, wenn der Reflektor down ist, ist Simsala One-Shot. Nice! Volltreffer. So, ist da noch einer? Nehmen wir gleich so mit. Und da liegt noch ein Item, okay? Aha, ein Trainer. Ja, oh, wo denn? Ich sehe keinen. Oh, und Rizoros. Ja. Reflektor? Vielleicht. Alter. Ich bleibe drin. Wenn Steinkante zu treffen soll, dann wird sie treffen. Nice, Rizoros ist down. Kangama. Gut, da werde ich natürlich auswechseln. Kangama, physischer Angreifer. Ringer mit Finsteraura? Nee, komm, Inferno. So, mal Inferno rein. Mal gucken, was das Kangama gegen mein Inferno machen kann. Leg los, ich mach mal eine Runde für dich free. Sonntag. Ja, Wutanfall natürlich. Gleich sind es Sunlight. Gut, du hast eine Chance gehabt. Flammenwurf. Hat ganz schön Schaden gemacht, du. Oh. Ich erlöse dich. Puff. Ach, Verzeihung. Ich bin immer noch etwas angeschlagen. Weil mich die Erkältung doch noch nicht ganz losgelassen hat. Mag mal sie, aber was soll das denn? Tolles Item. Kann ich auch unglaublich gut gebrauchen jetzt gerade. Hey! Ah, oh, scheiße, das Ding kann Tiefschlag. Warum kann ein Muggelbaum Tiefschlag? Ich dachte, den nehme ich so im Handstreich, nehme ich ihn. Was macht der Mann? Ach, scheiße, ja gut, komm, speichern. Passt schon. Ich wollte eigentlich gucken, was der Magma Isira macht. Bestimmtes Pokémon. Ich dachte, jetzt ist er vielleicht irgendwie, ist der Teil noch dazu da, um die Attacken von Mark. Was war das denn? Was war das? Ein Graphic Bug. Hat keiner gesehen. Egal. Ich habe übrigens gemerkt, beim Rendern, der Kampf um den dritten Orden, da wurde es gegen Ende ein bisschen. Naja, das heißt asynchron. Aber ja. Ein ganz minimales bisschen, was gar nicht eigentlich auffällt. Obwohl, mir ist es aufgefallen, dann fällt es euch. Ihr seid ja nicht doof, fällt es euch auch auf. Ja, das war nicht so, wie ich es wollte. Danach ging es aber eigentlich. Ich wundere mich. Auch der 40-Minuten-Part, der das sein wird, der war auch ganz gut. Sehr verwunderlich. So. Deswegen habe ich gesagt, ich muss eigentlich ungefähr so 28 Minuten, 30 Minuten Videos machen, dann reicht das. Will ich ein Item, das will ich unbedingt haben. Aber ich kann keine Ahnung, was es ist. Aber dann habe ich ja diesen knapp 40-Minuten-Part gedrückt und dann ging das eigentlich. Purpurstück, naja, okay. Ah, das ist das Kühlheitsufer. Wir kommen jetzt gleich in der nächsten Stadt. Ich glaube, hier sind Pflanzen, oder? Käfer und Skaraborn.
Ein Scarabhorn. Item. Zehn, ja. Okay, Selbstläufer für Simsala hier. Eigentlich. Wenn so ein Hyperball, okay. Wenn so ein Scarabon mit seinem Angriff durchkommt, tut es natürlich auch dem Simsala weh. So, da kommen wir nämlich nicht rein. Das Pokémon des Sees wird sich nicht zeigen, wenn es Menschen in der Nähe spürt. Daher legen wir uns versteckt auf die Lauer. Ach, jetzt sind wir hier. Ach, scheiße. Was soll ich nur tun? Ich habe meinen B-Schlüssel verloren. Ja, irgendwie. Mir ist sicher, ich hatte eine Rezeption. Ja, warte. Hier gibt's, glaube ich, auch nichts Interessantes, oder? Gibt's hier was Interessantes, Leute? Wo war der denn? Hier irgendwo war der. Warte. Hehe. Bin ich gut. Bin ich gut, oder was? So, da geht's zur 8. Arena nach Stormwick oder Stormwick? Ich weiß es auch nicht. Dankeschön. Kriege ich eigentlich irgendwas von dir? Hilfe, das ist die weiße Flöte. Danke. Toll. Die stellt sich einfach vor mich. Ich komme nicht durch. Was ist das? 7-Sterne-Restaurant braucht kein Mensch. Ein Haus, ein Pool braucht kein Mensch. Guten Morgen, möchten Sie übernachten? Oh ja, Sie haben gar keine Reservierung. Es tut mir leid, ist ausgebucht. Aber eine Pokémon heilen, das ist nett, dankeschön. Okay, da liegt ein Item, danke. So, dann Gelbstücke, okay. Und hier sieht's nach Wasser aus. Ich hab leider kein Elektro-Pokémon. Aber Markbrand wird hier unwichtig sein. Lass mal Simsala vorne. Ich denke mal, Markbrand ist hier und Weilmar, ja. Ach, jetzt ein Elektropok wäre so geil, ne? Simsala macht sein. Oh Gott, Weilord. Simsala macht seinen Job natürlich auch gut. Aber Weilord ist schon. Das ist schon Kaliber. Das, oh, 53. Das ist zum Geier. Taucht unter. Ja, warte mal. Erstmal einen Reflektor raushauen. Oi, 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 oi. Saftnase, ey. Hau ab. Glaube ich spinne, ey. Haut einfach mein Gang, mein Simsala weg. Komm her. Ja, ich mache noch mal eben ein, zwei Trainer hier weiter. Das ist ja wohl in Ordnung. Kanivana, Unlicht. Okay, Spukball trotzdem. Wasserdüse. Oh, physischer Angriff. Ja, ist nicht effektiv, aber schadet ihm immerhin. Jetzt kommt Tohaido. Da müssen wir wechseln, da kann ich nichts anderes machen. Was soll ich da tun? Ich muss auf ihn weg. Ich habe jetzt leider keinen Pflanzenmove. Der lernt erst später ein, aber... Der macht Schädelwumme. Aber Erdbeben müsste eigentlich killen. Ach, das gibt's nicht. Fuck. Rauhaut verletzt dich. Alter Schwede, ganz schön stark hier, du. Willst du auch fighten? Ein Hotel an einem Ort oder nicht so extrem, Leute. Nein. Ach, hier oder was? Schritt-Tritt-Haus. Der will noch fighten, okay. Remoraid, ja. Remoraid müsste One-Shot sein. Hat er auf jeden Fall Octillerie auch noch. Was hat er denn noch? Starmie. Okay, da bleiben wir drin. Wir haben Spukball. Wir müssen da nicht schneller sein. Ja. Das muss kauen, jawohl. 54, sehr schön. Wir bleiben einfach mal. Was? Lumi? Ist egal, komm drauf. Wir bleiben einfach mit dem Gengar jetzt drin. Ich gehe jetzt nicht extra nochmal heilen.
Gengar müsste in der Lage sein, hier richtig gut was zu reißen. Jetzt schauen wir mal weiter. Du bist auch eine Trainerin. Ja, ja, komm. Gib mal alles her. Togepi, ja super, toll. Abgangsbund, Finsteraura. Abgangsbund bei dem Togepi. Jetzt kommt Togetic wahrscheinlich auch noch. Togekiss. Halleluja, das ist Flug. Da kann ich aber mit Eis angreifen. Ja, ist Jugo ganz clever. Cindy. Oh, was wäre... Oh, scheiße. Muss aber... Geht, zieht aber nicht so viel, oder? Komme ich mit meiner Hand erstmal fett... Nice! Gegen meinen Schreibtisch. Nein! Ist aufgetaut. Nein! Ach, dieses scheiß One-Turn-Mister, ey. Das ist so zum Kotzen, ne? Hey, fuck you, asshole. So, Abgangsbund. Ha, Trottel. Ist mir scheiße, ja, dann gehen halt EP flöten, aber Wurst. Hauptsache weg. Jetzt kommt noch hier. Togetic. Ja. Alter, meine Güte, ey. Sag mal, was können die denn für Attacken hier? Weg, komm. Dankeschön. Gut. Wir müssten eigentlich gleich in der nächsten Stadt sein. Die Frage ist, wie viele Trainer kommen bis dahin noch? Kann ich das mit drei Pokes schaffen? Entschuldigung. Oh, meine Güte. Okay. Der ist kein Trainer. Und hier ist auch kein Trainer. Dann haben wir es tatsächlich geschafft. Gut. Ich meine... War das mal eben auf. Ich meine, hier auf dem Weg hier sind Elektropokes. Vor mir, oh, gut. Das ist nicht das erste Mal, dass ich mich bei Bloody Platin täusche. Ich dachte, hier wären Elektro-Pokémon. Ja, okay, hier sind auch Elektro-Pokémon. Ich glaube, Elektroball ist schon hoch. Das höchste der Gefühle. Oder gibt es hier eben Gastrodon, okay. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich weiß, hier gibt es auch Magneton und so einen Scheiß. Ja, siehst du, Magneton. Okay. Ja, aber naja, gut. So, wir müssen weiter. Vor allen Dingen, so, wir sind in Weideburg. Achso, hier. Wir sind in Weideburg, gut. In Weideburg angekommen. Jetzt lass mir überlegen, wo kann ich... Doch, ich kann ins Pokémon Center. Ich weiß, hier gibt es auch wieder einen Rivalen-Fight. Der kommt aber, glaube ich, erst vor der Arena. Das Problem ist die Arena selbst. Die wird auch lustig. Allerdings habe ich da schon eine Vorbereitung getroffen, die ich gerne jetzt durchführen möchte. Und zwar habe ich die Attacke Schockwelle. Die hat zwar nur 60er, die ist aber effektiv. Ja, ich gucke mal, wer kann denn Schockwelle lernen? Nur Simsala? Nur Simsala? Scheiße, kann ich beibringen, bringt nichts. Simsala Schockwelle beizubringen ist sinnlos. Nein, bringt nichts. Aber es klärt. Ausklärchen. Dann würde ich sagen, hier mache ich jetzt erstmal einen Cut. Beende die Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir in Weideburg wahrscheinlich die Arena machen. Mit, ja, wahrscheinlich nicht Markbrand. Aber gut, ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß.